Leute, willkommen zurück hier im Pokémon Super Mystery Dungeon. Dieses Playthrough wird sicher super! Keine Ahnung. Im letzten Part haben wir hier dieses Spiel angefangen und nun sind wir auf der Flucht mit Planas. Aber wir wissen absolut nicht, was hier eigentlich gespielt wird, ne? Wir haben irgendwie so eine random Szene zwischen Deoxys und Rayquaza gesehen. Und ja, das Deoxys wundert sich jetzt, was wird hier gespielt auf dieser Erde? Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt sind wir hier. Sind in diese Pokémon-Welt transportiert worden von irgendjemandem, der uns braucht. So, komm du hier. Ja, gut. Und dann vernichten wir dich. Ist aber schon ein bisschen OP, dass wir schon Flammenwurf drauf haben. Wie es ausschaut, haben wir hier nur so die Möglichkeit... wo ist denn hier die Karte? Wo ist denn da Karte oben? Ja, es ist halt irgendwie so... Ich möchte irgendwie die Karte haben, aber nicht die ganze Zeit. Seht ihr? Das irritiert irgendwie. Abenteuertipp. Wunderfeld. Okay. War da gerade irgendwas? Was war denn das für ein Geräusch? Ach so. Weil ein Gegner etwas gemacht hat. Ach ja. Aber ich kann es nicht oft genug sagen hier. Die Umgebung sehr, sehr schön gestaltet. Schaut sehr, sehr schön aus. Gut. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Ne? Kann ja nicht schaden, kann ja nicht schaden. Links gäbe es noch etwas und ich glaube, da müssen wir auch hin. Weil das führt zu nichts, ne? Aber gut, das... Na, warum denn? Okay, dann kämpfst du halt. Wollte ich eigentlich nicht, aber ist so. Die blauen Flecken, wie es ausschaut, sind so Wasserbereiche. Okay, okay. Du verschwindest von hier. Ja, gegen so ein Kukui wollte ich sagen. Das Kukui-Pokémon, wer kennt's nicht? Wie heißt denn? Kinoso. Das ist die Weiterentwicklung. Ich weiß nicht. Gegen dieses Girsch-Pokémon hätte ich nichts dagegen, ne? Wenn wir das aufnehmen können. Ich liebe das Viech. Ja, 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 ich weiß. Das musst du mir nicht sagen. Ja, da, ich weiß noch nichts. Ich denke mal nicht, dass das dann für später noch umgestellt werden kann. Entweder die Karte so zu haben oder halt überhaupt nichts. Da muss man dauernd herumswitchen. Ja, so hat man dann einen besseren Einblick. Aber irgendwie stört's mich. Ja, man muss halt dann immer wieder hier rein. Oh, so, ich möchte jetzt keine Karte mehr haben, ne? Und... Ja, ich würde schon sagen, die Karte wäre nützlicher auf dem unteren Bildschirm als da dieser Text die ganze Zeit. Ich habe doch kein Erbsenhirn. Ich weiß, was noch vor ein paar Sekunden passiert ist und was die vorherigen Schritte waren. Natürlich ganz hilfreich sein, ne? Wie vorher hat man ja gesehen mit dem Pokémon, das hat ein Item aufgesammelt. Sowas erfährt man nur hier auf diesen Text. Aber ja... Ich würde mich doch über Speichern fortsetzen. Ja, speichern. Ich würde eigentlich das schon befürworten, wenn man die Karte unten einfügt. Naja, schauen wir mal. Vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen. 40 Minuten spiele ich schon. Vergiss nicht. Ah, Pause. Wer braucht schon Pause? Das schlaucht ganz schön. Wir sollten ein kurzes Verschnaufhäuschen einlegen, ja? Aber sag mal, die Pokémon, die uns vorhin aus heiterem Himmel angegriffen haben, das waren doch Megalon, wenn ich mich nicht täusche, oder? Warum haben sie es auf dich abgesehen? Hast du ihnen irgendetwas getan? Kinder wie du sollten ihre Grenzen kennen. Ich bin auch noch ein Kind. Ich bin aber erwachsen. Was ist denn los? Ich bin Schwein und erwachsenes Schwein bin ich. Oh. Na, du hast mir ja was Feines eingebrockt. Warum bin ich jetzt schuld? Ja, Kinder wie ich? Sehe ich für die Pokémon hier etwa wie ein Kind aus? Dann bist du in Wirklichkeit doch erwachsen. Oder hat mich das Spiel jetzt gehört und hat den Text jetzt etwas umgestellt?
Aber egal, es gibt Wichtigeres jetzt. Blablabla. Du hast also keine Ahnung, weshalb sie dir auf den Fersen sind, obwohl du keine Fersen hast, als Schwein. Was sagst du da? Du erinnerst dich an gar nichts? Du weißt nur noch, dass du Sebi heißt. Und dass du in Wirklichkeit kein Pokémon, sondern ein Mensch bist? Was ist denn ein Mensch? Alles andere ist aus deinem Gedächtnis gelöscht. Ein Mensch? Nein! Nie schon wieder! Dieses Flackern eben, das sah mir ganz nach dem Licht der Megalon aus. Nichts wie weg! Schwattelt davon! Immer grüner Wald. Ach ja, Pokémon Mystery Dungeon ist immer nice. Ach ja. Wir müssen unsere Verfolger ganz schnell abschütteln. Aber Eile und Hast sind in Mystery Dungeon nicht unbedingt die besten Berater. Denn was du vor allem über Mystery Dungeons wissen musst, ist, dass sich deine Gegner immer nur dann bewegen, wenn du einen Schritt machst. Wenn du angriffst, ja, bla bla bla, Tutorial-Zeugs. Merk dir das. Ja, ja, ja. Jetzt führt er uns da einfach wieder. Oh mein Gott, das ist ein Repeatis. Oh, die Mucke ist so geil. Und noch ein gegnerisches Pokémon. Doch kein Grund zur Panik. Führe einen Übungsschlag aus und warte, bis dein Gegner auf dich zukommt. Ja, hast du mich zugesehen? Wenn er dann in deiner Nähe ist, kannst du. Bla bla bla. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, die Musik ist geil. So, stirb! Ja, genau so. Ja. Lass mich selber kämpfen. Das ging aber leicht, dass wir es besiegen konnten. Oh, schau mal, auf diesem Pfad hier versperrt uns kein Hindernis den Weg. Gerade Strecken wie diese eignen sich am besten für einen Sprint. Ja. What the fuck? Ungefähr so, jetzt steig ich auch mal. Ja. Was, wenn ich einfach... Ich hab keinen Bock drauf. Hallo? Ich hab dir doch gesagt, dass du B gedrückt halten musst. So kann das ja nichts werden. Du willst mich wohl auf die Palme bringen, wie? Aber irgendwie stehe ich dir jetzt hier im Weg, wie? Fight! Fight me! Der Endboss von diesem Spiel. Das bin ich! Steht dir einer deiner Mitstreiter im Weg, kannst du einfach wegschieben. Ja. Aber interessant, dass es hier einen anderen Text gab. Okay, ich sehe schon. Du hast es verstanden. Ja. Von dieser Lichtung aus geht ein Weg nach Norden und einer nach Süden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die nächste Treppe nördlich von hier liegt. Lass uns deshalb den nördlichen Pfahl. Geh weg. Aber ich gehe jetzt südlich. Ich bin einfach so ein Hippie, der einfach sagt, nö, ich mach nicht, was Mainstream ist und das ist in dem Sinn, dir folgen, ich mach genau das andere, weil... Hallo, ich hab doch laut und deutlich Norden gesagt. Sag mal, du willst mich echt zur Weißglut bringen, wie? Das ist gar nicht gut, weil ich bin Pflanzen-Pokémon und wenn da Weißglut, verstehst du? Egal. Die Treppe liegt ganz sicher nördlich von hier. Also dann lass uns in die nördliche Richtung gehen. Sag mir nicht, dass jetzt uns erklärt wird, was so ein Monsterraum ist. Dass das eine Falle ist. Ta! Entschuldigung, eine Sackgasse. Da hat mich mein Bauchgefühl wohl im Stich gelassen. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen kehrt machen. Soll ich dich jetzt die ganze Zeit wegschieben? Naja, wie du jemanden wegschiebst, weißt du ja. Du kannst aber auch einfach an jemanden vorbeigehen, ohne ihn wegzuschubsen. Mhm. Genau wie beim Laufen. Ach so, das ist mal was Nützliches gewesen. Bravo, du hast es ganz bravissimo gemacht. Ja. Alter. Das geht so schnell. Gut.
Mhm. Ja, sonstiges. Das stört mich schon ein bisschen, dass man hier die Karte nicht hat. Naja, immer grüner Wald. Die Musik ist so schön. Genauso wie dieser Ort hier. Sieht so aus, als hätten wir die Megalon fürs Erste abgeschüttelt. Aber es ist noch zu früh, um sich in Sicherheit zu wiegen. Geh du bitte wie gehabt vor, während ich dir den Rücken frei halte. Beim kleinsten Anzeichen für die Gegenwart der Megalon schlage ich Alarm. Okay. Ja. Ich denke mal, du willst uns hier jetzt einfach nur aushelfen. Weil von deinem Level her schaut es so aus, dass du erfahrener bist in dem Sinne. Aber ich kann ja auch selber auf mich aufpassen. Naja, aber trotzdem Dankeschön, dass du mir da hilfst. Aber ich traue dir immer noch nicht zu 100%. Mhm. Vernichte es. Okay, an das muss ich mich halt noch gewöhnen. Dass ich nicht dauernd meine Partner wegschubse. Gut, Richtung. So. Yes. Vernichte es. Vernichte. Nein. Gibt's hier keinen Lil Minip? Das möchte ich mal haben. So. Stirb. Nein. Wir haben es nicht getroffen. So. Dann muss ich hier wohl oder übel mit meiner Erinnerung handhaben. Was? Mit meiner Erinnerung handhaben? Mit meiner Erinnerung arbeiten. Was das Layout von diesem Dungeon betrifft. Weil irgendwie finde ich das ziemlich störend, wenn die Karte dort auf dem oberen Bildschirm dauernd uns die Sicht versperrt. Wie schon gesagt, die Umgebung hier ist ziemlich nice, ne? Und schaut ziemlich schön aus. Und es ist doch irgendwie ziemlich bescheuert, wenn, ja. So, wenn man dauernd die Karte dort vor der Schnauze hat, das ist doch, ne. Vielleicht gibt es einen Weg, um die Karte auch ausschalten zu können. Wer weiß, muss ich noch mich näher mit dem ganzen Gedöns hier beschäftigen, aber wie es jetzt ausschaut, ist es ziemlich meh. Naja, aber ich habe doch Orientierungssinn. Hoffentlich. Oh mein Gott, wir haben mal Glück. Aber ich möchte mich hier mal umsehen, ne? Gut, Pikulente. Okay. Ich denke mal, das können wir hier ja ruhig ausnutzen, dass wir so einen starken Partner haben. Kann ich auch einfach so angreifen? Ja. Und wir schauen uns hier jetzt einfach mal um. Wir haben ja keinen Stress, ne? Vielleicht denken jetzt diese Megalon, dass wir Stress haben. Und deswegen versuchen die auch so schnell wie möglich bis zum Ende zu kommen, ne? Aber weil wir uns Zeit lassen, haben wir sie so gesehen abgehängt, ne? Lasst mich mal sehen. Okay, das Wegschubsen verringert den Magen, so gesehen. Wie es ausschaut, oder? Ja. Auch interessant. Warum denn? Ach ja, das Gewässer hier. Sehr, sehr schön. Gut. Oh. Müssen da so viele Wege sein? Das machst du. Das machst du, habe ich gesagt. Hey, da ist Geld. Ja. Gut, aber ich kenne mich schon aus, wo ich bin. So, dort oben ist ja auch noch was. Hazaza. So. Knöpfe lernen, wie man sie einsetzt. Das ist gut hier. Das ist eine Sackgasse. Komm. Komm her. Was nass mache. Alter, so viele Pokémon. Autsch. Nein, lasse mich doch in Ruhe. Hast du kein Leben, ey? Ja, was? Oh, die stören. Alter, seid ihr noch ganz bei Trost, ihr Schlängel hier? Ja, dann müssen wir wohl Tackle einsetzen. Na, schaut nicht so geil aus. Oh my goodness. Komm. Mach es fertig, please. Und wir greifen einfach so an. Egal. Gut, schon ziemlich mitgenommen sind wir hier. KP fühlt sich auch einfach so automatisch auf. Ja. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Ist das ein neuer Raum? Ja. Gut.
Gut, gut, gut. Naja, mal sehen, wie das dann noch ausarten wird. Gut, hier ist es okay. Ich denke, wir sollten eh ziemlich am Ende angelangt sein, ne? So viele Ebenen sollte es nicht geben hier. Aber es ist schon störend. Auf der Karte kann man ja, glaube ich, auch einsehen, ob es hier ein Item gibt. Ja, komm. Okay, okay. Ach, come on. Gehen wir einfach. Wir gehen. Möchtest du? Ja, komm. Immer speichern. Ne, weil wenn man Game Over geht, ist das ziemlich schlecht. Haben wir es geschafft? Sind wir wieder dort angelangt, wo wir vorher waren? Und dort wartet sich ja auch noch jemand. Oh mein Gott, es... Ja, von der Megalon ist weit und breit keine Spur mehr. Die haben wir wohl erstmal abgeschüppelt. Puh, ich bin fix und fertig, sage ich dir. So fix und fertig, dass ich nicht mehr reden kann. Aber Hauptsache, wir können uns das Erste hier in Sicherheit bringen, was? Puh. Das denkst du, jetzt mache ich dich platt. Also echt, du hast mir vielleicht was eingebrockt. Man kann auch um den heißen Brei herumreden. Du hast dir es auch irgendwie in dem Sinn selber eingebrockt, dass du mir da geholfen hast. Ist ja alles sehr, sehr nett, aber sei jetzt nicht wirklich wütend auf mich. Deswegen, ne? Das wollte ich eigentlich sagen. Und was tue ich vorher? 2 Minuten um den heißen Brei herumreden. Ja. Tja, Schwamm drüber. Immerhin sind wir nochmal mit dem Schrecken davongekommen. So. Dann mache ich mal mich auf den Heimweg. Leb wohl und pass auf dich auf, wenn du nach Hause zurückgehst. Ich hab kein Zuhause, hast du mir nicht zugehört? Naja, aber Dankeschön. Ach ja, stimmt. Du hattest behauptet, in Wirklichkeit ein Mensch zu sein. Dann bist du also aus der Welt der Menschen zu uns gekommen? Mhm. Das ist ziemlich schwer zu glauben. Aber mal angenommen, du erzählst wirklich die Wahrheit. Was hast du denn jetzt vor? I don't know. Du hast keinen blassen Schimmer, wie? Naja, das wundert mich nicht. Tja, aber was auch immer du nun vorhast. Mich geht das alles herzlich wenig an. Da musst du schon alleine durch. Ja. Ist eine akzeptable Einstellung hier, ne? Er hat uns geholfen, oder sie, wie auch immer. Ich sag mal er, weil diese Planersnippel, und wenn das eine sie ist, ist das leicht verstörend jetzt, das Bild. Aber, ja, er hat uns geholfen, dafür bin ich dankbar. Und ja, entweder wir schauen jetzt gemeinsam, was wir machen, oder wir gehen getrennte Wege. Also halt die Ohren steif, mach's gut. Tschüss. Gut, dann schauen wir uns mal um. Ach, was? Okay. Ist ein seltsamer Moment, wenn jetzt dein Protagonist im Spiel anders reagiert als du selber. Da, ist ja schon gut, zieh nicht so ein Gesicht. Wer weiß, wann und wo die Megalon als nächstes auftauchen. Ich bring's einfach nicht übers Herz, ein Kind wie dich alleine hier zurückzulassen und so. Na gut, dann will ich mal eben nicht so sein. Wie wär's, willst du erstmal bei mir bleiben? Wenn das Spiel schon von sich aus Nein sagt, dann soll ich vielleicht Nein sagen. Ja, du scheinst mir sehr nett zu sein, aber man weiß ja besonders im Pokémon Mystery Dungeon ja nie. Ne. Ich glaube, ich höre nicht recht. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und dann sowas. Oder vielleicht... ja, das wird es wohl sein. Schließlich wollte ich dich eben einfach so hier zurücklassen. Mag sein, dass dein Vertrauen in mich dadurch etwas gelitten hat. Naja, Vertrauen war jetzt auch nicht so vorhanden schon von Anfang an, weil das kann ja sein, dass du auch ein Böserich bist. Aber ich denke mal, es ist eher unwahrscheinlich, aber egal. Aber nimm mir das nicht übel. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Tut mir wirklich leid. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das war falsch von mir. Sei so gut und tu mir den Gefallen, für eine Weile mein Gast zu sein. Nee.
Na los, sei nicht so. Komm, gib mir einen Rock. Ich meine natürlich, ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir kämst. Mit mir kämen. Mit mir mitkämst. So. Gib dir einen Ruck. Also, mir. Egal. Nee! Na los. Nein. Ja, ja, ja. Okay. Ich denke mal, in der kurzen Zeit, wo du mich kennengelernt hast, Planer, solltest du eigentlich auch wissen, dass ich das meistens nur aus Spaß sage oder um dich zu foppen, in dem Sinne. Ich bin halt ein bisschen frech in dem Sinne. Etwas ausgelassener sein, ne? Super, dann wollen wir langsam mal auf den Weg machen und wie? Keine Buchstaben verschlucken oder Namen oder... Warum Namen? Egal. Hier in dieser Ansicht schaut so aus, als hätte ich eine Glatze, weil das Blatt schaut nicht so aus, als wäre es jetzt gerade meine Frisur oder was auch immer das darstellen sollen auf meinem Kopf. Aber es schaut so aus, dass ich jetzt eine Platte. Ich sollte weiterreden. Und weiter. Zum Dorf, in dem ich lebe, geht's hier entlang. Vor uns liegt aber noch ein recht strammer Fußmarsch. Bleib immer dicht bei mir, damit du dich nicht verläufst, hörst du? Okay. Ach. So begab es sich, dass Sebia an der Seite von Planas zu dessen Dorf aufbrach. Gemeinsam überwanden sie hohe Berge und durchschritten tiefe Täler. Echt? Und bei Einbruch der Dunkelheit bereiteten sie sich unter freiem Himmel ihr Nachtlager. Bereiteten? Bis schließlich die Megalon auftaucht. Bis schließlich? Ist das... Hat's nicht geheißen, jetzt ist irgendwie Dunkelheit oder so? Egal. Oh, schau nur, man kann es schon sehen, dort! Wir sind endlich angekommen. Oh, es schaut wieder schön aus. Siehst du den See dort drüben? Was du da ganz klein am Ufer des Sees sehen kannst, ist mein Dorf. Das ist Ruhenau. Oh, schaut so schön aus. nur noch ein kleines Stück. Wir haben es fast geschafft. Oh, und die Musik. So gelangte Sebi vormals ein Mensch. Als Mensch, als Pokémon in diese Welt. Als Mensch, Pokémon, Mensch. Okay, ich sollte weiter. Und fand sich nun jeder Erinnerung beraubt in Ruhenau wieder. Jenem Dorf, in dem Sebi einem Pokémon begegnen sollte. Das sich fortan als treue Partnerin auf dem gemeinsamen Abenteuer weisen würde. Oh, die Musik. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt auch hier die Geschichte mit dem Partner wird. Partnerin. Das frage ich mich auch. Wir haben ja nicht die Option gehabt mit männlich-weiblich, oder? Also spielt man jemanden, man weiß das Geschlecht nicht von unserem Protagonisten, oder? Oder hat man schon was gesagt? Egal. Und hat immer eine Partnerin oder wird das durch den Persönlichkeitstest irgendwie herausgefunden? Ich weiß eben nicht. Naja, gut. Ist das das erste Mal im Mystery Dungeon, dass man nicht mit einem Partner... sich am Anfang trifft. Der andere 3DS-Teil, glaube ich, war mit einem Partner. In Team Himmel war ja da mehr, oder? Mit einem Partner. Im ersten Teil war ja auch was mit einem Partner, also das erste Mal, oder? Kapitel 2, Begegnung mit Renka. Oh mein Gott. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Sehr, sehr gespannt. Habe ich da schon einmal gesagt, dass ich gespannt bin? Da wären wir. Das ist mein Haus. Mit dieser Planersblatt auf dem Kopf, ne? Hier entlang. So, bitteschön. In diesem Zimmer kannst du schlafen. Fühl dich ruhig wie zu Hause. Und ansonsten, hast du schon eine Idee, wie es für dich weitergehen soll? Nee. Ich zermartere mir den Kopf. Zermartere. Man hört es auch an meiner Aussprache, wie ich meinen Kopf zermartere. Warum diese Megalon es auf dich abgesehen hatten? Naja, ich bin Mensch.
Also etwas, was hier eigentlich nie auftaucht. Besonders ein Mensch, der zu einem Pokémon geworden ist. Ich denke mal, vielleicht sind die einfach so, gehören zu so einer Bande, die irgendwas Seltenes beraubt, Jagd nach seltenen Sachen macht und das dann verkauft. Kann ja gut sein. Aber irgendwie kriege ich davon nur Kopfschmerzen. Naja, vielleicht klärt sich das ja alles, sobald du dich wieder an etwas erinnern kannst. Solange kannst du jedenfalls erstmal hier bleiben. Passt, oder? Übrigens, erzähl den anderen im Dorf besser nichts von den Megalon. Das schnürt nur Angst. Mal sehen. Du siehst alt genug aus, auf einmal, um zur Schule zu gehen. Ich melde dich besser dort an. Ui. Alles andere würde bloß zu Gerüchten führen. Ich würde sagen, das handhaben wir fürs erste Mal so, okay? Wie ist jetzt die Geschichte, du nimmst mich auf? Sagst du das den anderen oder was ist jetzt mit mir? Müssen wir auch klären, ne? Weil wir wissen, Schule, da wird man schnell mal gemobbt, wenn man ein bisschen ein Außenstehender ist, ne? Also sollen wir uns das gründlich überlegen, was wir da sagen, woher ich auf einmal komme, was ich eigentlich bin, was meine Geschichte ist. Sollen wir allen anderen erzählen, dass ich ein Mensch bin? Wobei, ich denke mal, nicht jeder nimmt es so auf wie du, Planers. Die anderen würden wahrscheinlich denken, okay, das ist ein Irrer. Ist auf den Kopf gefallen, ist Son Goku. Ja, wer weiß, da muss man sich schon Gedanken machen. Am besten kümmere ich mich gleich um die Formalitäten. Bis ich wieder da bin, bleibst du schön hier im Haus, okay? Ist ziemlich gewagt von dir, ein Feuer-Pokémon hier in deinem Haus zu haben. Naja, ich mein's ernst, nicht nach draußen gehen. Nein, ich seh's in deinen Augen. Es heißt wirklich, jetzt wirklich nicht machen, okay? Dieser Junge. Nicht zum Spaß, auch nicht aus Versehen, okay? Ja. Los! Ach, come on. Was war das eben für ein Geräusch? What the fuck, das war wirklich ein bisschen creepy jetzt. Raschel, raschel. Ich weiß, was lustig ist. Raschel, raschel, raschel. Okay. Da draußen ist ein Verrückter. Sind das etwa die Megalon? Ich dachte, wir hätten sie abgehängt. Wahrscheinlich das neugierige Pikachu, ne? Und so kennen wir uns dann. Lernen wir uns kennen, so. Naja, allerdings würde ich sagen, oh, wie soll ich das jetzt mit dem Partzeit machen? Das sind 26 Minuten, sagt der Timer. Sagen wir 30 Minuten Parts machen wir hier. Okay, gut. Es hat geheißen, nicht nach draußen gehen und dann geht er jetzt raus. So. Wer ist denn hier? Spannung aufbauen. Niemand zu sehen. Aber ich muss weiterhin auf der Hut sein. Was soll dieser Blick? Wusste ich's doch! Meine Augen haben mir doch keinen Streich gespielt. Ich hab dich gerade eben mit Planers hineingehen sehen. Wo kommst du her? Wie heißt du? Mein Name... Ich bin Renka. Opa und ich wohnen ganz in der Nähe. Ich habe sogar eine Rassel, ne? So Rassel, Rassel, Rassel. gleich dort, um genau zu sein. Und woher kommst du? Bist du vielleicht nur der... Bist du nur der Sohn von Planers? Nur, was heißt dir nur? Nee, unmöglich. Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Dann führe ich dich mal gleich im Dorf herum. Komm mit. Was? Ach ja, wie heißt du eigentlich? Warte, ich hab dich schon gefragt, oder? Nein, oder? Egal. Ach, wie niedlich. Ah, sieh, wie heißt du also? Da frage ich dir Löcher in den Bauch und gib dir nicht mal Zeit zu antworten. Tut mir leid. Sag mal, gehe ich dir auf die Nerven? In Wahrheit hältst du mich jetzt bestimmt für eine riesige Nervensäge, hab ich recht? Wäre ich Miltank, dann wäre das wohl muselig.
Du weißt schon, mein Milchtank macht. Das war ein Witz. Oh Gott, so niedlich. Oh. Na, hast du ihn verstanden? Aber zurück zum Thema. Tada! Wir befinden uns hier genau in der Mitte von Ruinau. Auf dem Dorfplatz, genauer gesagt. Ach Mann. Ach. Naja, eigentlich sollten wir nicht hierher, aber egal. Wir sollten ja zu Hause sein. Naja. Es ist zwar recht überschaubar, aber hier findest du alles, was du im Alltag brauchst. Dort drüben steht die Lagertruhe. Darin kannst du ja Items und Geld. Ja, jetzt kommt das Tutorial. Keklern laden, Items kaufen. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Aber wenn ich das jetzt alles herunterleier, kannst du dir eben nicht merken, ne? Oh my goodness. Dann mach doch lieber eins nach dem anderen. Fangen wir gleich am besten an mit... Was ist das für ein Strich vor dem Hey? Ist das nicht irgendwas, was man in Spanisch verwendet? Hey, Renka, wer auch immer. Och nee, natürlich muss Lombrero so spanisch angehaucht sein. Wie geht denn ein Spanisch? Wisst ihr was? Part sagt 30 Minuten. Ich mache mir jetzt mal Gedanken, wie man Spanier spricht. Arriba! Oder Mexikaner. Keine Ahnung, egal. Werde ich wahrscheinlich eh nicht so sprechen. Egal, Leute, auf jeden Fall, was dieses Lombrero von uns möchte, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Leute, macht's gut und tschüss.